und beschämend. Es ist wirklich beschämend. Ist schon shady, ne? Pamela. Diese Kiste hat mich fast 100 € gekostet und so viele Produkte sind da gar nicht drin. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein DM-Haul. Ich war gestern in der Drogerie und habe die gehyptesten, die meist nachgefragtesten Produkte gekauft, damit wir diese in den nächsten Wochen testen können. Und ich will euch zeigen, was es gerade Neues gibt und was vielleicht den ein oder anderen Blick auf die Produkte mal wert sein könnte. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich bin ein bisschen schockiert über einige Preise von Produkten. 12,95 € ist für das hier, das sind fast zwei Döner. Aber wir werden schauen, was das Ganze kann, wie die Produkte performen, seht ihr in den nächsten Wochen. Wobei das eine Produkt trage ich tatsächlich auch schon. Wir schauen einfach mal, was es Neues gibt. Ihr könnt mir immer zu jeder Zeit bei Instagram unter den Kommentaren unter mein Video schreiben: Maxim, kannst du das, das, das und das besorgen? Und ich teste das Ganze dann für euch. Habe ich auch dieses Mal gemacht und wir starten direkt mit dem ersten, das Produkt, was ich auch schon in meinem Gesicht habe. Das ist die neue NYX Bare With Me Blur Foundation. Vielleicht habt ihr die Review schon gesehen, vielleicht noch nicht. Kommt bald, ich mache gerade den Tagestest. Die hat 10,95 € gekostet. Ich musste sie in zwei verschiedenen Farben mitnehmen, weil die Shade Range im Laden, also insgesamt gibt es glaube ich 15 Farben. Ich habe aber nur 5 vor Ort gehabt und das waren die hellsten und die waren alle sehr, 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 sehr gelbstichig. Fand ich ein bisschen schwierig, da die richtige Farbe zu benutzen. Deswegen musste ich sie zweimal mitnehmen. Sie hat eine Medium-Deckkraft und soll so ein mattes, geblurrtes Finish haben. Ich bin ja eher so die Glowy-Maus. Ich weiß aber, dass viele von euch einfach eine Foundation wollen, die ein bisschen mattierender ist und dadurch ein bisschen langanhaltender ist. Ich finde sie jetzt auf, ich trage sie jetzt seit einer Stunde ungefähr, wirklich, wirklich spannend, weil sie eine ganz besondere Formulierung hat. Dazu dann aber in dem Video mehr. Es hat lange gedauert, bis sie nach Deutschland gekommen ist. Es gab ja auch den NYX Bare With Me Concealer, den ich sehr, sehr gerne mochte, den ich gerne als Foundation benutzt habe. Jetzt gibt es die Foundation, wobei ich da nicht so ganz verstehe. Der Concealer ist sehr glowy und die Foundation ist sehr matt. Will ich jetzt gar nicht so viel über das Produkt reden. 30 Milliliter sind drin, 10,95 € ist ein akzeptabler Preis. Wo ich völlig aus den Latschen gefallen bin, war dieses Schätzchen hier. Das ist ein neuer Primer. Und zwar der NYX Freezy Face Cooling Primer und Moisturizer. Der hat eine ganz spannende Textur. Gelartig, aber so ein mattiertes Gel. Erinnert ihr euch an die, Gott, wie hieß die? Von Becca, die Sub-Zero Foundation oder die Zero Foundation, wo sie gesagt haben, das war das Ende von Becca, Tatsache. Dass es eine Foundation ohne Farbe ist, das war ja der größte Fail des Jahres, wahrscheinlich des Jahrzehnts in Sachen Make-up. Das ist ein sehr, sehr spannender Feuchtigkeitsspender Primer. Er blurrt aber trotzdem, weil er so ein bisschen auf Silikonbasis ist. Und du merkst sofort diesen Cooling-Effekt. Also durch das Verdunsten des Produktes, da wird wahrscheinlich ein Alkoholdenat mit drin sein, fühlt sich das Ganze sehr, 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 sehr kalt auf der Haut an. In Kombination mit der Foundation bin ich mir ehrlich gesagt noch unsicher, ob ich ihn mag, weil zweimal mattierend auf einmal kann recht viel sein. Man muss dann vielleicht mit einem Spray arbeiten. Aber 17,95 € ist schon wirklich eine Stange Geld. Hat aber auch Skincare-Eigenschaften mit drin, wie beispielsweise Niacinamid und Schneepilzextrakt. Finde ich spannend, habe ich noch nie von gehört. Klingt erstmal auch ein bisschen schwierig, aber kann ganz gut sein. Den werden wir definitiv weiter testen mit verschiedenen Foundations. Ich will ihn unbedingt auch mit der Manhattan Foundation probieren und der Mesaura Foundation. Das sind ja gerade so die Foundations, die Richtung unsere Hochzeit gehen. Ja, 17,95 € ist schon viel, aber ihr habt euch das gewünscht und euer Wunsch ist mir Befehl. Bevor wir hier weitermachen, wollte ich euch ganz kurz eine ganz spannende neue LE vorstellen von meinem Lieblingsprodukt von Yepoda. Skincare und Halloween Lover, ihr müsst jetzt nämlich ganz besonders stark sein, weil ich ein bisschen schock bin, aber auch ziemlich happy, denn ihr wisst es, ich bin schon mit Yepoda in einer sehr, sehr langen und innigen Beziehung und kann auf einige Produkte definitiv nicht mehr verzichten. Unter anderem The Calm Balm, dem Repair Hero und vor allem dem The Mist Have. Ihr wisst es, das The Mist Have steht immer hier als Fixing Spray, als Setting Spray, wenn ich es eilig habe, um meine Base so ein bisschen zu refreshen im Laufe des Tages. Gibt es in Mini-Größen für unterwegs, gibt es in der normalen Größe und das ist
Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber es ist mir egal. Ich freue mich einfach, dass sie es geschafft haben und dass ihr es auch haben könnt. Schaut euch das an. Das ist die Must-Have Halloween Edition in XL. Hier sind 150 Milliliter drin und ab einem Einkaufswert von 69 Euro. Das kriegt ihr dahin. Holt euch ein paar Backups von euren liebsten Produkten. Holt euch das Starter-Set oder die maskengroße Empfehlung. Den Repair Hero. Ich habe euch schon so oft was über die Produkte erzählt. Gönnt euch. Aber ab einem Einkaufswert von 69 Euro kriegt ihr das umsonst dazu. Und ich weiß nicht, wie das möglich ist. Jeproda ist eine kleine Brand hier aus Berlin. Ich möchte darin schwimmen. Gratis dazu. 150 Milliliter. Falls ihr den Must-Have nicht kennt, verrate ich euch kurz, was der kann und warum ich ihn so gerne mag. Erstmal habt ihr nicht nur einen sehr, sehr feinen Sprühnebel, der sich dadurch sehr, sehr gut als Fixing Spray eignet. Nein, er spendet auch Feuchtigkeit und revitalisiert die Haut. Sei es vor dem Make-up, während der Make-up-Schritte, nach dem Make-up oder einfach für eure Skincare. Ihr gebt einfach so viel Feuchtigkeit zurück in eure Haut oder auch euer Make-up, wenn es schon lange in eurem Gesicht war und ihr einfach nochmal mit einem Schwamm Microfiber Multitool Mini rübergeht und das wieder ein bisschen auffrescht, das Spray rüber und das sieht aus, als hättet ihr es neu gemacht. Ist nämlich vollgepackt mit Hyaluronsäure und ihr seht es sofort, wie plump die Haut aussieht. Ja, ich habe natürlich auch meinen Pickel, ich bin natürlich auch ein Mensch. Die Haut ist einfach prall und plump. Wenn ihr euch abends reinigt, ich sage es immer wieder, The Calm Balm Double Cleansing, der beste Reinigungsbalm, den ich kenne, weil er einfach sofort das Make-up runternimmt, ohne dass ihr dieses Schlieren in den Augen habt, wenn ihr mal was ins Auge bekommt. Mit Wasser aufemulgieren, abreinigen, mit dem Double Bubble könnt ihr dann weitermachen, einfach um alles abzunehmen. Aber dieses Spray hier ist der absolute Holy Grail. Das Schöne ist, es ist gratis mit dabei. Deswegen schaut gerne einmal bei Jeproda vorbei. Große Empfehlung. Der Double Bubble, der Repair Hero, die Masken. Gerade wenn, ich habe ja so einen kleinen Besucher. Ich weiß schon, was ich heute Abend mache. Und dann im Anschluss einfach die Skincare-Routine machen, wenn ihr vor allen Dingen diesen Glass-Skin-Trend haben wollt. Ne? Ist super beliebt und es geht gar nicht darum, dass die Haut nur glowy aussieht, sondern es geht einfach darum, dass man sich auch diese 5 Minuten für sich nimmt, dass man seine Skincare-Routine macht, sich wohlfühlt und am Ende trotzdem dabei ein schönes Finish auf der Haut habt. Ich verlinke euch einmal die Seite von Jeproda unten. Klickt euch gerne einmal durch die Webseite durch. Es gibt mittlerweile sehr, 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 sehr viele spannende Produkte. Ich kann euch auch das Lippenöl von Bausche empfehlen. Großartig. The Must-Have ist einfach mit Abstand mein Favorit von der Marke. Und wenn es das in dieser süßen Halloween Edition gratis mit dazu gibt, ab 69 Euro, 20% sowieso, ne? Habe ich vergessen. Die 20% gibt es trotzdem. Aber dann das noch gratis mit dazu. Denkt an den Code, klickt da gerne mal durch und das ist natürlich eine super, super süße Sache. Also schaut gerne einmal bei Jeproda vorbei. Mit meinem Rabattcode könnt ihr noch ein bisschen was sparen und diese Limited Edition gibt es auch nur, solange der Vorrat reicht und die wird euch eine Weile halten. Wir haben etwas, was ich neulich schon gesucht hatte, es gab es aber nicht, von Ela. Das ist ja die Haarbrand von Pamela Reif. Ich benutze ja sehr gerne das von DM oder von Rossmann aus der Eigenmarke, einfach um ein bisschen mehr Volumen mit in die Haare zu geben. Das einzige Problem, was ich mit den anderen Produkten habe, ist, dass es die Kopfhaut halt extrem austrocknet. Und ich wasche mir meine Haare nicht jeden Abend, dass sie beruhigt sind, sondern ich schaffe es mittlerweile, dass meine Haare manchmal 2-3 Tage nicht gewaschen werden müssen. Dann trage ich halt eine Mütze oder mache sie nochmal ein bisschen feucht. Es trocknet aber die Kopfhaut schon sehr aus. Deswegen habe ich Hoffnung, dass das hier ganz gut ist. Das ist auch nicht, das war so ein bisschen mein, ich hatte das Gefühl, dass das vielleicht dasselbe Produkt ist wie von DM, halt nur anders verpackt. Ist es nicht, es ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders, soll aber für ein sofort vollere aussehendes Haar sein. Und der Text hinten, der Sofort-Trick für voller aussehendes Haar, hiermit hängen Haare nicht mehr wie flache Spaghetti vom Kopf. Das ist schon shady, ne? Pamela, deine Haare sehen aus wie Spaghettis, meine Haare nicht. Wow, okay. Mein Volumenpuder verleiht deinen Ansatz sekundenschnelle mehr Textur und Volumen. So kannst du es tupieren oder voluminös föhnen. Bin ich sehr gespannt. Ich bin kein Fan von Tupieren, Tatsache. Aber das werde ich definitiv testen. Packaging gefällt mir hier schon sehr gut. Und was ich gut finde, ist, dass auch die Verpackung hier sich recht spannend anfühlt. Das ist so ein bisschen, ja. Es riecht, Es riecht, geil. Entschuldigung, es riecht sehr, 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 sehr gut. So ein bisschen nach Zuckerwatte und Vanille.
Vanille. So ein bisschen wie Keksteig. Mag den Duft sehr gerne. Werde ich mir nochmal genauer anschauen. Gebe ich euch dann ein Update zu, wie mir das gefallen hat. Das andere von Isana bzw. Balea ist einfach sehr, sehr... Es riecht halt immer sehr süß. Eine Sache, die ich gestern schon probiert habe und ein großer, großer Fan geworden bin. Ich bin ehrlich gesagt an der Marke immer so ein bisschen vorbeigegangen. Das ist Christine S. Das Dry Finish Working Texture Spray. Recht teuer. 10 Euro ist okay. Ne, das Puder hat 7 Euro gekostet. Ich habe keine Ahnung, wer Christine S. ist. Ich finde die Reihe aber sehr, sehr schön und auch sehr spannend, weil sie ein bisschen... Sieht schon ein bisschen wertiger in der Drogerie aus. Das ist ein Spray, was du auch in die Haare machst, um einfach so ein bisschen mehr Grip zu haben. Auch das riecht sehr, sehr gut. So ein bisschen pudrig. Ich habe es gestern schon benutzt und es hat mir sehr gut gefallen, weil das Problem, was ich mit diesen Pudern habe, und ich benutze nicht nur so ein Puder, sondern ich benutze dann auch einen Wachs und so eine Pomade und dann Haarspray, dass es sehr schnell sehr schwer sein kann auf den Haaren. Das hat mir gestern gut gefallen. Packaging unglaublich hochwertig, sehr, sehr schlicht. 250 Milliliter sind mit drin, also das Ding wiegt was. Auch das werden wir ein bisschen weiter ausprobieren, gebe ich euch dann aber ein Update. Wir haben auch schon den ersten Flop und da bin ich extrem enttäuscht. Und zwar ist es das hier. Das ist die Cremeöl Body Lotion von Balea. Die wurde ja gehypt als Duftinspiration von Tom Ford, dem Lost Cherry. Einer meiner liebsten Düfte, beziehungsweise bin ich eher so Lost Cherry oder Smoke Cherry, finde ich auch ganz spannend. Es hat damit absolut gar nichts zu tun. Es riecht nicht ein Milli bisschen nach Lost Cherry. Es riecht einfach nur süß. Es riecht so ein bisschen wie so ein Kirschkuchen. Eher teigig, eher so ein bisschen gourmand, ein bisschen... Also Cherry, Lost Cherry riecht sehr, sehr stark nach Kirsche. Wie so eine Amarena-Kirsche riecht es schon fast. Das riecht eher ein bisschen teigig. Hier ist aber auch noch ein bisschen Blume mit drin. Und was ich nicht so gerne mag, aber das sind diese Cremeölprodukte, ist, ihr könnt es glaube ich sehen, du hast halt ein sehr, sehr schmieriges Finish. Also die Füße würde ich mir damit nicht eincremen, weil du dann einfach ganz, ganz sicher auf die Nase fliegst. Das Pflegegefühl ist da, es zieht sehr schnell ein, aber wie gesagt, es hinterlässt halt so einen öligen Film. Also es macht schon, da seht ihr die Tapsa, sehr schmierig. Bin ich enttäuscht, weil ich wirklich gedacht habe, dass das wie Lost Cherry riecht und ich mag den Duft sehr gern. Und gerade wenn ich weiß, ich möchte den Duft heute tragen, dann kombiniere ich das gerne mit einem Body Spray, was schon von der Reihe ist. Oder einer Pflege, die so riecht oder ähnlich riecht, dass der Duft einfach noch ein bisschen komplexer wird. Das hat mich tatsächlich sehr enttäuscht. Worauf ich sehr gespannt bin, ich bin ja im Moment so ein kleines Leckermäulchen. DM Bio hat viele, viele Sachen rausgebracht. Unter anderem diesen Tassenkuchen. Apfelzimt ist leider auch schon kaputt, sehe ich hier gerade. Werde ich also gleich heute machen müssen. Fertig in 2 Minuten. Apfelzimt finde ich sehr, sehr gut. Und manchmal gibt es so eine Situation, vor allen Dingen abends, wenn du den ganzen Tag irgendwie nicht so richtig gegessen hast, hast du dann einfach eine Heißhungerattacke und willst dann auch einfach was Vernünftiges essen. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Du kannst es einfach mit Milch oder Haferdrink anmischen und mehr brauchst du nicht. Also du brauchst wirklich nur 3 oder 4 Esslöffel Haferdrink oder Milch. Finde ich ganz spannend. Werde ich probieren. Wenn ich ihn mache, zeige ich es euch. Das habe ich bei Luise gesehen. Und zwar den Cookie Dough, der wohl recht teuer sein soll. Sie hat das, glaube ich, bei Instagram gezeigt, wie man den auch günstiger machen kann. Da bin ich aber ein großer Freund davon, wenn es einfach schnell geht. Ne? Ich habe keinen Bock, wenn ich Bock auf einen Keksteig habe, da eine Stunde in der Küche zu stehen. Hier musst du auch eigentlich nur Haferdrink und ein bisschen Margarine hinzugeben und dann zusammenmischen und dann hast du so einen Keksteig. Ich liebe ja Cookie Dough, ne? Boah, könnte ich mich reinlegen, aber ist halt einfach wirklich unglaublich ungesund. Ich glaube, das macht man auch vielleicht einmal, wenn man darauf Bock hat und dann macht man es nie wieder. Es wäre eigentlich mal ganz spannend, ob man daraus auch Kekse machen kann. Vielleicht probieren wir das aus. Okay, wir haben was richtig Spannendes. Es gibt einen Aufsteller bei uns und zwar von Accentra GmbH. Ich habe Natural You heißt, glaube ich, die Marke. Eine sehr, sehr schön, ein sehr schöner Aufsteller. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Marktwagen. Das ist eine Pulvermaske. Es gab feste Handcreme, es gab Duschöle, es gab Duschbadesalzverbindungen, aber alles auf dieser Naturbasis. Oh, ist ja okay, spannend. Also du hast hier auch direkt schon dieses Puder mit drin und so einen kleinen Spatel. Soll man einfach mit ein bisschen Wasser anmischen und dann hast du eine Maske. Das werde ich mal ausprobieren. Das ist von der Verpackung halt sehr
umweltfreundlich. Ne? Hier ist kein bisschen Plastik mit dran. Kann dann auch dafür sorgen, dass es ein bisschen schwierig ist zu benutzen. Ist feuchtigkeitsspendend Hibiskus. Finde ich mal ganz spannend. Ich bin großer Fan von Produkten, die eher auf Manufakturbasis sind, weil einfach dort die Inhaltsstoffe und die Liebe und die Expertise in den Produkten nochmal anders ist als eine Maske aus der Drogerie, die sehr, sehr günstig ist. Was nicht heißt, dass es schlecht ist, aber das finde ich spannend und sowas sollte unterstützt werden. Und das war jetzt auch nicht so teuer, glaube ich. 2,95 Euro. Das werden wir testen. Trackle Moon war ja damals, als ich angefangen habe, das Ding überhaupt. Und sie haben etwas Neues rausgebracht. Ein Körperpeeling mit Mandel-Vanille-Duft. Damit kriegst du mich ja, ne? Ich bin eine Duftmaus. Ich liebe Düfte. Mandel-Vanille. Yes. Es riecht auch sehr gut. Und was ich ganz spannend finde, das ist so eine, ja, so eine Textur. Und sie hat ein paar Peelingkörner mit drin, die jetzt aber nicht so groß sind. Es schäumt auch leicht auf. Es riecht sehr, sehr gut. Es hat nicht so ein klebriges Gefühl oder so ein rutschiges Gefühl. Das haben die meisten Peelings ja in der Drogerie. Und du hast hier mit Kokosschalenpartikeln dermatologisch getestet, vegane Formel. Ich habe von Trackle Moon schon wirklich lange nichts mehr getestet. Deswegen bin ich da ganz gespannt, wie das funktioniert. Hergestellt in der EU. Große Packung, sollte lange halten. Etwas, was mich völlig aus der Bahn geworfen hat, ist das hier. Und deswegen musste ich es mitnehmen, weil ich einfach... Nee, also come on. Es sind Pickelpatches von Compeat. Compeat, Dreifachwirkung, reinigt, kaschiert und schützt. Pickelpatches gegen Pickel mit Esser- und Hautunreinheiten. Diskrete, gezielte Dreifachwirkung. Gott sei Dank habe ich zwei Besucher, das heißt, ich kann es auch heute gleich ausprobieren. Hier sind 15 Patches drin. Das Ding hat 13 Euro gekostet. Sag mir, was dieses Ding macht. Also ja, ich bin dir dankbar, wenn du meinen Pickel entfernst, aber für 13 Euro... Hallo? Oh, ja, auch wenn du Compeat bist, aber nicht für 13 Euro. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Also, wenn das muss, für 13 Euro muss ich das raufmachen und der Pickel muss am nächsten Tag weg sein. Oder es muss so diskret sein, dass ich es rauf auf meine Haut gebe und du nichts mehr siehst. Und du auch nicht siehst, dass ich dieses Patchchen drauf habe. Üblicherweise benutze ich das Ding von Balea, das kostet 95 Cent oder 1,95 Euro mittlerweile und am nächsten Tag ist der Pickel so flach, dass du ihn fast nicht mehr siehst. Für 13 Euro erwarte ich wirklich eine Menge und davon Balea sind glaube ich 125 dran oder so. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß, dass es vor einer Weile diesen Trend gab, dass man diese Compeat-Blasenpflaster aufs Gesicht gemacht hat, was die Haut an den Stellen gut beruhigen soll. Hier wird mit Sicherheit auch irgendetwas drin sein, was die Haut gut beruhigt, aber ja, da bin ich gespannt. Also das muss knallen. Das muss knallen, seht ihr bei Instagram. Was ebenfalls sehr gehypt wurde, ist das hier, das, wow, ne? Also das Drama in der Skincare-Welt. Also ich habe immer gedacht, dass die Beauty-Make-up-Szene in Amerika und Deutschland nicht so sehr, sehr toxisch ist, bis die Skincare-Szene in Deutschland rauskam. Also was ich da manchmal sehe, was ich da manchmal höre, es ist unglaublich und beschämend. Es ist wirklich beschämend, wie Leute sich im Internet geben. Ich schäme mich dafür, dass diese Menschen als Influencer und Influencerinnen gehandelt werden und einfach nur Hass und Hetze und eklig sind. Wirklich unangenehm. Da folge ich lieber Leonie, vielleicht kennt ihr Leonie, ist eine ganz, ganz süße Maus. Sie hat das empfohlen, das ist das Beauty Expert Hydration Toner mit Panthenol und Allantoin. 4% Feuchtigkeitskomplex und 3% Syricam soll so ein bisschen inspiriert von dem No Cosmetics Produkt sein, was ja auch inspiriert ist von preislich völlig in Ordnung. Es ist auch nicht beduftet von der Textur her. Ist ein bisschen wässriger. Ja, es fühlt sich eher an wie Wasser. Bin ich gespannt. Ich benutze das sehr, sehr gerne, auch am Körper. Ich habe mir ja die große von No Cosmetics geholt, weil ich das Produkt einfach gut finde. Alles andere finde ich nicht so gut, aber vielleicht ist das eine gute Alternative. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr weich schon auf der Haut an. Etwas, wo ich große Hoffnung drin habe, ist das hier. Auch hier wieder der Trend. Ich sag's euch, Mikrobiom ist das Trendding des nächsten Jahres. Mikrobiom Balance, Balea Professional, Kopfhaut Sensitive Shampoo. Ohne Silikone, Pflegeformel mit Panthenol und weißem Tee-Extrakt. Sensible, trockene Kopfhaut und gestresstes Haar. Hier schließt sich der Kreis wieder zu dem Volumenpuder, zu den Styling-Produkten, die ich benutze, die meine Kopfhaut einfach sehr, 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 sehr stark austrocknen. Und auch die Olaplex-Produkte, finde ich, sind bei kurzen Haaren, glaube ich, nicht so gut geeignet, weil sie schon sehr aggressiv auf meiner Kopfhaut sich anfühlen.
Ich habe Hoffnung, dass das ganz gut funktionieren kann, wenn man das einfach ein bisschen länger auf der Kopfhaut lässt. Ich habe sehr, sehr trockene Stellen in einigen Partien meines Kopfes, beispielsweise hier und hier oben habe ich ein Patch und das juckt, dann kratze ich und dann fallen die ganzen Haare aus und das ist einfach nicht das, was ich will. Istanbul, ja, aber nicht mehr dieses Jahr und auch nicht mehr vor der Hochzeit. Das heißt, das muss alles bis zur Hochzeit noch da sein und dann können wir darüber reden, wie es weitergeht. Wo ich gespannt bin, denn ich bin ja ein großer Fan von der Skin Food von Weleda. Ich weiß, Weleda ist jetzt nicht unbedingt die Brand, die die Werte vertritt, die ich unbedingt auch vertreten möchte oder teilen möchte. Deswegen habe ich das hier mitgenommen. Das ist von Mabienne, die Wind- und Wettercreme fürs Baby. Sehr, sehr ölig. Aber ich mag das. Ist ähnlich wie diese hier von Weleda. Die ist ja mittlerweile fast leer. Gerade im Winter liebe ich es, wenn die Haut richtig, also Skincare, ganz viel Skincare, das Spray von Jepoda rüber um Feuchtigkeit, eine Creme, richtig schön Skincare, einziehen lassen, abschließen mit etwas Ölendem. Und das hier ist super, super ölig, ist auch auf Ölbasis. Wir haben hier Rizinusöle, wir haben Vegetable Oils, wir haben Avocado-Kernöl. Also wir haben wirklich viele verschiedene Öle. Nicht Avocado, Aprikosen-Kernöl natürlich. Und die eine Schutzbarriere auf die Haut zaubern. Und dadurch dann einfach ein unglaublich schönes glowy Finish auf die Haut zaubern. Oder punktuell, wenn du so ein paar trockene Stellen hast, um die Nase, um die Lippen, gerade im Winter, wenn die Heizungsluft an ist, eine gute Sache. Bin gespannt, vielleicht funktioniert es nicht mit Make-ups. Dafür kaufe ich die Sachen natürlich aber, um das Ganze zu testen. Also ich muss schon sagen, dass ich feststelle, dass auch die Drogerie deutlich teurer geworden ist, was Produkte angeht. Es ist an einigen Stellen verständlich, an einigen Stellen dann aber auch wiederum nicht. Also für 13 Euro müssen 15 Pickelpatches, die müssen mir vieles bieten. Und ich bin gespannt, ob sie das tun. Ich bin gespannt, was ihr diese Woche, diesen Monat, in den letzten 2 Wochen in der Drogerie gefunden habt. Ich gebe euch definitiv Updates der Produkte in meiner Insta-Story, in einem Aufgebraucht-Video oder in den nächsten Videos. Schaut dafür also unbedingt gerne einmal vorbei. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Jeproda vorbei. Denkt daran, dass das eine limitierte Edition ist, die ihr definitiv nicht verpassen solltet. Fühlt euch gedrückt. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.